Jabir radiallahu alaihi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns Istikhara Gebet so beigebracht, wie er Koran beigebracht hat. Und zwar, wenn jemand, er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand etwas, sage ich jetzt, schon machen will, hamma ahadukum bishay, bedeutet, man hat schon die Absicht da, man will das machen, dann sollte man zwei Raka'a beten, nicht aber als Pflicht, sondern freiwillig. Und dann sollte man sagen, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qudratika. Das wird das Bittgebet, was man in Istikhara sagt. Wann sagst du das? Dann sagst du entweder am Ende des Gebetes oder direkt unmittelbar von As-Salam. Entweder vor As-Salam oder danach. Sagst du Bittgebet. Wenn dein Herz ruhig wird, mach. Wenn dein Herz unruhig wird, lass. Einmal. Brauchen wir nicht jeden Tag. Manche Leute, die machen das in der Nacht und die schlafen und die erwarten einen Traum. Wenn sie keinen Traum haben, dann machen sie noch einen Tag, noch eine Nacht, noch eine Nacht. Andere Leute erwarten, dass jemand zu ihnen zu früh kommt und sagt, ja, mach das nicht oder mach das nicht. Das ist alles Quatsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Istikhara ist nicht anderes als, dass du bei Allah Hilfe suchst, um deine Entscheidung richtig zu sein. Es kann übrigens, manche Leute auch denken, nach Istikhara-Gebet soll alles positiv sein. Nein! Zum Beispiel, du machst Istikhara, oh Allah, wenn dieser Handel für mich gut ist und dein Herzen ist ruhig und dann machst du Handel und du verlierst. Du sagst, ich habe doch Istikhara gemacht. Ja, Istikhara heißt nicht immer, dass du unbedingt positiv danach hast. Vielleicht das, dass du verloren hast, ist besser für dich und für deine Religion, als dass du gewinnst. Okay? Istikhara ist nicht, was die Leute denken. Die denken, dass es immer, wenn ich Istikhara bete und dann mache ich das, das bedeutet, ich muss immer alles bekommen, was ich will. Nein. Allah weiß und wir wissen das nicht. Und es kann sein, dass wir etwas lieben, aber es ist für uns schlecht. Und es kann sein, dass wir etwas nicht lieben, nicht mögen, das ist für uns gut. Allah weiß, wir wissen nicht.